Hallo und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Heute ist es wieder soweit, drei Themen, ein Bild. Ich habe die Gläser schon bereitgestellt und ich werde gleich die einzelnen Worte ziehen, damit ich sehe, welches Bild ich heute male und welches ihr als Inspiration nutzen könnt. Mal sehen, vielleicht kann ich euch auch ein bisschen was Neues zeigen. Auf jeden Fall möchte ich euch kurz noch mit auf den Weg geben, dass ich selber noch nicht weiß, mit welchen Materialien ich male. Natürlich, wenn dieses Video hochgeladen ist, dann habe ich schon eine Materialliste unter dem Video stehen als Bildbeschreibung. Und danach könnt ihr euch auch gerne richten. Ihr könnt aber auch sehr gerne eure eigenen Wunschmaterialien benutzen und nur die Themen als Inspiration. Aber wir fangen direkt an. Wir fangen mit dem Gegenstand an. Ein Tisch. Das Lebewesen. Ein Faultier. Das wird spannend. Das wird spannend. Ein Tisch, ein Faultier. Mal sehen, was es so treibt. Träumen. Oh, das ist doch wirklich eine tolle Kombination. Ein Tisch, ein Faultier und Träumen. Oh, ich glaube, das schießt mir sofort ein Bild in den Kopf. Ich werde heute, ihr seht, dass ich heute ein anderes Buch noch hier liegen habe. Ich werde heute in meinem Aquarellbüchlein zeichnen und nicht wie sonst gewohnt in meinem Sketchbuch. Ich brauche auf jeden Fall einen Bleistift zum Vorzeichnen. Wenn ihr euch unsicher seid, wie ein Faultier aussieht, dann schaut auf jeden Fall nach. Ich glaube, ich mache es heute mal umgekehrt. Normalerweise hängt ja ein Faultier so richtig schön am Baum rum. Und um alles drei zu vereinen, werde ich, glaube ich, das Faultier auf den Tisch legen und dort träumt es vor sich hin. Die Kombination gefällt mir richtig gut heute. Mal gucken, wie das Ergebnis ausschauen wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall vorher, wie immer, auf einem Schmierpapier mir eine Skizze zurecht scribbeln. So, ich lasse die Themen hier oben noch liegen, bis das fertige Bild quasi ins Buch übertragen ist. Jetzt muss ich aber selber erstmal kurz überlegen. Auf jeden Fall ein Tisch. Deuten wir mal auf jeden Fall an.
So, meine Skizze ist fertig. Das Faultier liegt auf einem Tisch. Sicherlich kann man auch bequemere Orte finden. Ich habe ein bisschen die Perspektive von vorne genutzt. Das heißt, wenn ich von vorne auf den Tisch mittig rauf schaue, geht es so nach hinten. Das heißt, auch die Tischbeine haben eine gewisse Dreidimensionalität. Das heißt, wenn ich von vorne drauf schaue, dann ist die Dreidimensionalität innen, weil ich die Tischbeine ja von der rechten oder linken Seite ja gar nicht sehe. So, und hier oben die Traumblase. Doch, das gefällt mir. Vielleicht mache ich dann, vielleicht ich überlege, ob ich den Tisch vielleicht kürzer nehme. Aber das ist ja eigentlich auch total egal, wie hoch der Tisch ist. Mir gefällt gerade einfach die Vorstellung. Ich werde mit Aquarell malen. Ich brauche ein paar Pinsel. Und zwar, ich benutze meinen Verwaschpinsel für den Hintergrund, weil der schön viel Feuchtigkeit aufnimmt. Um eine Grundierungsfläche zu schaffen, ein Casaneo in der Größe 4. Detailpinsel und dann nutze ich noch 2 und 0. Hier mein Aquarell-Graphit-Bleistift zum Vorzeichnen und werde jetzt eben noch die Skizze übertragen. Dazu werde ich jetzt den Rand mit Washi-Tape eintapen. Dann werde ich mit dem Hintergrund anfangen. Der Tisch, der ist ja auch holzig, das heißt, der ist ein bisschen bräunlich. Ein Faultier ist ja auch so braun, grau, so in dem Dreh. Das heißt, ich werde einen etwas fröhlicheren Hintergrund nutzen und ich werde den Hintergrund grün machen. Dazu brauchen wir Farben, Pinsel, haben wir ja bereitgelegt, ein Tuch, Wasser, eine Mischpalette. Ich bereite hier nur grob Wasser vor. An die Ränder gehe ich dann mit der Farbe. Wir haben ja gesagt grün. Das ist mal ein bisschen saftiges Grün. Können wir ruhig im Hintergrund ein bisschen Bewegung schaffen, wenn das Tier für sich schon so ruhig ist. Das Grün kann man dann auch noch als Vorlage oder als Hintergrund nehmen, dass wir hier vielleicht ein paar Blätterzweige noch runterhängen lassen. Lassen wir jetzt mal trocknen.
So, der Hintergrund ist jetzt trocken. Mag das so, dass das so marmoriert aussieht. Auch nicht nur den Hintergrund werden wir so grundieren, sondern wir werden auch das Faultier jetzt erstmal so grundieren. Es gibt ja unterschiedliche ha Typen von Faultieren, also die sehen ja auch unterschiedlich aus, ne? Aber ich werde mich danach richten, weil es einfach so das bekannteste bei Faultieren ist, dass die Augenpartie ein bisschen dunkler bleibt. So werde ich es jetzt hier auch anstreben. Das heißt, wir müssen hier auch gar keine Flächen eigentlich freilassen. Als erstes werde ich den Tisch in einem Braunton machen. Umbra gebrannt nehme ich immer gerne. Jetzt irgendwie in das Faultier reinkommt, das ist gar nicht schlimm, das können wir nachher noch ausbessern. Das trocknet in einer Schicht eigentlich relativ schnell. Dann nehme ich mir jetzt noch ein bisschen Umbra gebrannt, um eine Nuance dunkler zu werden. Weitere Details machen wir dann später noch, so dass der Tisch jetzt erstmal grob da ist. Und als nächstes die Traumblase. Die werde ich mal in einem ganz hellen Blau machen. Ich habe hier Blau auf meiner Mischpalette, da nehme ich bloß ganz wenig Wasser. Da nehme ich bloß ganz wenig Farbe und mehr Wasser. Da könnt ihr jetzt ruhig so ein bisschen in den Hintergrund, dann verschwimmt das noch so ein bisschen, kriegt das so einen schönen Rahmen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Faultier. Dann nehme ich nochmal doch meinen dickeren Pinsel. Denn das Faultier, das werde ich auch in einem bräunlichen Ton, auch hell grundieren. Da werde ich Umbra Natur nehmen. Und auch hier ist der Rand nicht ganz so wichtig. Also wenn ihr hier ein bisschen drüber kommt, ist das gar nicht so schlimm. Denn der hat ja keine glatte Haut, sondern kann ja auch ein bisschen fällig dann gleich werden. Ne? Kurz trocknen lassen. Das Gesicht wird quasi das Letzte sein, worum wir uns beim Faultier heute kümmern. Wir müssen es uns nur ein bisschen aussparen, denn das Gesicht an und für sich ist ein bisschen heller und die Augenpartie ist dunkler. Ich habe das extra bei der Skizze schon so eingezeichnet, ne? Also quasi wie so eine Tropfenform vorne vom Kopf. Dann ist hier die Augenpartie dunkler und die dunkle Nase noch vorne mit dem Mund.
Ja, und die sparen wir jetzt hier quasi eigentlich nur aus. So, ich nehme jetzt hier noch ein bisschen mehr von der Farbe Umbra gebrannt rein. Nicht Umbra gebrannt, Umbra Natur. Ja. Einfach nochmal so die Partien grob abzugehen. Der ganz so hell ist er ja dann doch nicht. Das mache ich jetzt auch recht unsauber. Außer vorne am Kopf. Aber die Augenpartie könnt ihr hier gerne schon einzeichnen. Die wird nachher aber auch nochmal einen Tacken dunkler. Wenn man hier vorne schon die Nase markiert, dann hat man schon so ein ungefähres Bild von einem Faultier. So, jetzt nehme ich mir die Größe 2 zur Hand. Jetzt wird es nämlich ein bisschen detaillierter. Wir kommen jetzt zum Schatten. Ich bleibe eigentlich fast die ganze Zeit bei der gleichen Farbe, aber jetzt kommen die Schatten. Das ist wie bei einer Kugel. Wenn man eine Kugel hat, dann ist ja oben quasi auch alles heller. Und zum Rand hin wird es dunkler. Und so machen wir das hier auch. Das heißt, hier hinten die Beinpartie, hinten am Po, die ist ein bisschen dunkler. Hier das Bein fällt runter in den Schatten. Mache ich meinen Pinsel ein bisschen sauber. Und um eine weiche Kante zu kriegen, gehe ich da mit dem Pinsel lang. Auch hier die Partie zwischen Vorder- und Hinterbein liegt im Schatten. Das können wir auch alles ruhig ein Stückchen weiter hochziehen. Denn wir arbeiten hier mit mehreren Schichten. Um das alles ein bisschen dreidimensionaler wirken zu lassen. Auch hier. Lassen wir jetzt wieder trocknen. Und so kann man wirklich schon gut erkennen, wie sich das ein bisschen abhebt. Ne? Natürlich braucht man nachher noch einen Schatten auf dem Tisch. Das machen wir aber alles zum Schluss. So, das sind so die Detailarbeiten. So, und jetzt noch eine Nuance dunkler. So, sollen wir jetzt kurz antrocknen und dann kommen wir nämlich noch zur feineren Detailarbeit, und zwar möchte ich auch gerne, dass man die Fellstruktur so ein bisschen bei dem Faultier erkennt. Da fangen wir auch erst ein bisschen heller an, das heißt, wir können noch ein bisschen Wasser
Pinsel nehmen. Und da nehme ich jetzt wirklich einen Nullerpinsel. Könnt ihr gerne auch, wenn ihr euch unsicher seid, noch einen schmaleren Pinsel nehmen. Aber hier auch wirklich nur ganz grob sein. Also das soll jetzt gar nicht viel sein. Es soll auch wirklich nur andeuten. Versucht eine gewisse Unordnung reinzubringen. Und zwar gibt es eine gewisse Fellrichtung, aber es sind ja auch nicht alle. Hier könnt ihr ruhig so ein bisschen über den Rand hinaus. Muss natürlich aufpassen, dass nicht zu viel Farbe am Pinsel ist. Hier gab mein Fehler. Lieber ein bisschen Farbe nachnehmen. Zu viel Farbe im Pinsel. Jetzt werden wir durch noch eine ganz kleine Nuance dunkler und das war es dann auch schon. Gar nicht so viel Wasser jetzt dazu nehmen und denkt dran, nicht so viel Farbe im Pinsel. Und da werden wir jetzt aber auch mal ganz ein paar Striche machen. Kann man ruhig in die Schattierung unten reingehen, denn da ist die Farbe jetzt natürlich dunkler als der Schatten hinten. Ne? Und da kann man ruhig auch noch ein paar ansetzen. Aber ihr seht schon, da kommt so ein bisschen die Fellstruktur raus und es sieht ein bisschen drahtig aus auch. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass ein Faultier bestimmt ganz kuschelig ist. Ich habe noch nie eins berührt. Versuch ganz locker zu bleiben. Und die Pinselhaltung. So. Ja, das sieht doch flauschig aus. So, dann komme ich jetzt noch mal kurz zu dem Bläschen, zu der Gedankenblase hier oben. Gar nicht viel. Noch mal so ein bisschen ganz grob nachgehen, dass der ein bisschen dunkler ist. Manche Übergänge. Jetzt als erstes zum Gesicht. Ich würde hier das Auge ein kleines bisschen dunkler machen. Thank you.
Also jetzt habe ich hier für die Nase Neutraltinte genommen, damit es nicht ganz so krass schwarz ist. Ich nehme noch so ein bisschen die Flüssigkeit raus, beziehungsweise die Farbe, damit ich mit Schwarz gleich noch ein Nasenloch setzen kann, damit sich das besser da raushebt. Ne? Und dann haben die ja noch so große, lange Krallen, damit die sich gut festhalten können. Auch entweder mit Schwarz, könnt ihr Schwarz ein bisschen angrauen oder halt auch Neutraltinte, das könnt ihr euch aussuchen. Aber die sind nicht großartig auffällig, aber man sieht sie halt. Und halten sie sich ja ordentlich fest. Haken sie sich ein. Schönen Breiten. Und dann irgendwie, wenn man sich Bilder anschaut, sehen die irgendwie immer lächelnd aus. Das Auge mache ich mit Schwarz. Und auch das Nasenloch. In Schwarz. Ach, ich werde mal die Krallen ein bisschen vorheben. Ich sehe nicht, dass die ganz zarte Linie, weil falls ihr euch unsicher seid, dass ihr das mit dem Pinsel nicht so mit einer zarten Linie hinbekommt, dann könnt ihr auch einen schwarzen Feinliner nehmen. Ja. So, da haben wir das Faultier fertig. Die Blase hier oben, die Gedankenblase machen wir auch gleich fertig. Da kommt nur ein Herzchen rein. Er träumt nicht gerne von der Liebe. Und dann fehlt jetzt nur noch der Schatten. Und den Schatten, den machen wir entweder verdünnt mit Schwarz, sodass er grau ist, oder mit der Neutraltinte. Ja, aber es muss nur ganz, ganz wenig Anteil davon drin sein. Es soll ja nur ein heller, also ein Schatten sein. Es muss ja nicht dunkel sein. Ja, aber ich tätte mal hier, wirft sich ein Schatten. Tischbeine werde ich noch mal nachziehen, vor allen Dingen das hintere. Bisschen zu hell. Das reicht eigentlich schon. Haben wir jetzt die Schatten gesetzt und Fell. Wenn ihr fertig seid und es trocken ist, dann können wir hier noch schön vorsichtig, wenn ihr geföhnt habt, was ich ja zwischendurch auch gemacht habe, seid vorsichtig mit dem Abziehen von dem Tape, denn durch das Föhnen kann das besonders angetrocknet sein. Deswegen schön vorsichtig. Wie süß!
So schnell sind wir dann eigentlich auch schon fertig. Ich fand die, auch wenn es eine Zufallsziehung jedes Mal ist, finde ich die Kombination einfach total niedlich. Vor allen Dingen, dass das Faultier mit dem Träumen zusammentrifft. Das ist ja wirklich ein Traum. Und ja, ein Gegenstand dazu lässt sich zum Faultier, glaube ich, immer gut kombinieren. Und dass er jetzt faul auf dem Tisch liegt, auch das können wir, glaube ich, alle mal, dass uns der Kopf auf den Tisch fällt. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über diese drei Themen. Und wenn ihr euch inspiriert fühlt, dann zeigt mir her, wie ihr das interpretiert. Ob jetzt ähnlich wie dem oder ob ihr eure ganz eigene Interpretation habt, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr euer Ergebnis in den sozialen Medien teilt mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis und auch vielleicht mit dem Hashtag drei Themen ein Bild, denn da findet man dann mehrere Inspirationen oder kann sich dann alle Bilder zu dem Thema dann halt auch anschauen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch hier bleibt, wenn ihr meinen Account abonniert und wenn ihr mir für das Video noch einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel kreative Energie. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und startet gut in die neue Woche morgen. Habt's fein und lasst es euch gut gehen. Tschüss!